Da, wo Midways Spezialeinheit Spy Hunter etwas vergessen hat, räumt das Einsatzteam von Eidos erst so richtig auf. Mit Thunderhawk Operation Phoenix rattert das fliegende Auge ins Radargebiet der PS2 und vertreibt die Bösewichte dort mit explosiven Argumenten. Terroristen gibt es auf der ganzen Welt. Das Sonderkommando Operation Phoenix auch. In dem Action-Titel liegt es nun an Ihnen, dem Unrecht in Osteuropa, Afrika, Alaska und im Mittleren Osten ein Ende zu bereiten. Ihr Arbeitsgerät ist ein bis unters Dach bewaffneter Kampfhubschrauber, den Sie vor jeder Mission dem Auftrag entsprechend ausstatten können. Ob Bordkanonen, hitzesuchende Lenkraketen oder sogar Torpedos, an den passenden Überzeugungsmitteln mangelt es bestimmt nicht. Nachdem Sie sich für eine Kampagne entschieden haben, werden Sie sofort ins Kampfgebiet verfrachtet. Hier gilt es nun, feindliche Basen zu zerstören, Konvois zu beschützen oder eine Bohrinsel von Terroristen zu säubern. Ihre fliegende Festung lässt sich zunächst zwar etwas kompliziert, dafür aber relativ realistisch steuern und fällt dennoch ziemlich schnell vom Himmel. Der hohe Schwierigkeitsgrad stoppt übermotivierte Kämpfernaturen nämlich gnadenlos. Um mehrmaliges Durchspielen kommen also selbst Helikopterprofis nicht herum. Etwas unausgeglichen sind auch die einzelnen Missionen. Bei diesem Nachteinsatz werden sich die Daueranwender des Zielsuchsystems nämlich ziemlich verloren vorkommen. Die Feindeinheiten können hier nämlich nur mit Bordgeschütz und Zoom-Funktion erledigt werden. Da tritt wohl eher Verzweiflung ein, als die Vernichtung des Gegners. Interessant ist dagegen die Möglichkeit, mit der Raketenkamera die Flugbahn der Lenkgeschosse zu verfolgen. Auf diese Weise können Hobbypiloten die Zerstörung feindlicher Einheiten hautnah miterleben, geben in diesem Moment allerdings die Kontrolle über ihren Helikopter ab. Grafisch bietet der Eidos-Titel zudem flüssige, wenn auch wenig detailreiche Kampf-Action. Von den angekündigten Features, wie beispielsweise einem Multiplayer-Modus oder der taktischen Planung vor den Missionen, haben wir jedoch nicht viel gesehen. Thunderhawk Operation Phoenix bietet zwar routinierte, aber unspektakuläre Armee-Action für Leute mit starken Nerven.